Ja, er hat mich tatsächlich schon eingerichtet. Nice. Ja, hi. Ja, der Spiegel ist komisch. Da bin ich schon vorgestanden. Drei Zwergis. Hier ist Licht. Licht. Betten. Ja, ein Doppelzimmer. Für mich allein. Huha. Fenster, Aussicht in den Innenhof. Kleiderbügel, die man nicht runterblickt. Betten. Kleine Sitzecke. Mit Fernseher. Da drüben steht schon mein Zeug. Hier das Bett, das hat was ganz Tolles, habe ich herausgefunden. Licht. Noch mehr Licht. Oh. Licht. Und Licht da drüben. Hui. Nice. Licht aus. Licht aus. Licht aus. Ja, ist noch Tag. Kann das Licht noch ein bisschen aus. Da kann man ein bisschen Fernsehen drauf. Mit dieser Fernbedienung. Jo, und da steht schon mein Zeug. Ein Demo-Schild. Hi. Ein Waschbecken, eine Dusche, dahinter ist die Dusche. Jo. Ja. Duschbad. Ja, hier alles in einem Zimmer hier. Die Dusche, hier ist das Klo. Ja, sehr hübsch. Da geht's wieder raus. Draußen. Klo. Waschbecken. Dusche. Bett. Sitzecke. Ihr wisst, was jetzt kommt. Obligatorischer Bettentest. Nice. 20 Minuten später. Sechseinhalb Stunden später. So, da war ich gerade kurz einkaufen. Ein bisschen Getränke und ein bisschen Abendessen. Brötchen. Ja, nimm den Rucksack mit, sagten sie. Du musst da nicht so schleppen. Hier ist meine SD-Card. Ja. Jetzt habe ich hier literweise Getränke durch die Stadt geschleppt. 850 Meter. 850 Meter bis zum Hotel vom Potsdamer Platz aus. Ja. Muskeln müsste man haben. Habe ich aber nicht. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen rausgehen. Ich sehe wahrscheinlich wieder spitzenmäßig verschwitzt aus. Ja, wie gesagt, hab grad geschleppt mit meinen Muckis. Welche Muckis? Ja, ich werde jetzt nochmal rausgehen und ein bisschen City-Tour machen. Wir sehen uns draußen. Freunde der Nacht und moderne Unterhaltung.
damit seit gewusstem Zwergenummer und Eglonem zu einem Satellog aus Berlin. So sieht's aus. Hier drehe ich mich die ganze Zeit auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Hier wird es morgen losgehen mit der Artikel 13 Demo. Und ja, versuche vielleicht gerade mal den Weg zu finden, wo es morgen lang gehen soll. Aber ich weiß ja nicht, ob ich da was finde. Ich werde mal anfangen, dort lang zu gehen. Dort. Da lang. Hier ist die U-Bahn. Hör auf, urheberrechtlich geschützte Musik zu spielen. Ich krieg Probleme mit dem Upload-Filter. Ab demnächst. Laufe ich hier mal ein bisschen bei Nacht durch Berlin. So schaut's aus. Fast überfahren vom Fahrrad. Aufpassen, wo man hinlatscht. Kleiner Souvenir schon. Ja. Berlin bei Nacht ist auch mal schön. So im Dunkeln lang zu spazieren. Meistens. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal das Europahaus. Da werde ich jetzt mal hingehen. Ich werde jetzt, glaube ich, langsam nachtblind, aber vielleicht sieht es die Kamera ein bisschen, was dort hinten ist. Ich glaube, auf der Kamera sieht es ein bisschen besser aus, als was, das, was ich sehe. Ich werde wirklich langsam irgendwie nachtblind. Ich komme irgendwie nicht mehr zurecht. Das Alter! Ja, ich mit meinen 21, fast 22 Jahren. Kann schon mal passieren. Hier haben wir die Stresemannstraße. Und wie auch immer, und da drüben, da fliegt gerade die Welt. Und das Weltluftballonchen. Die Weltluftballon heißt Luftballon Dingens. Ja. So, da haben wir es, das Europahaus. Da brennen noch ein paar Lichter drin. Es sind noch ein paar Büros an. Okay, hier, das Europahaus steht zumindest vorne drauf. Morgen soll es hier enden, also vom Potsdamer Platz und dort drüben. Und dort her, und dort drüben bis hierher. Wird wahrscheinlich noch irgendwie einen Umweg machen. Ja, hier soll es dann enden. Ich weiß nicht, wie man hier irgendwas veranstalten soll. Also hier soll noch am Abend irgendwie noch was stattfinden. Ist gerade dein Ernst? Vielleicht dort irgendwie vor dem Platz. Ich weiß es nicht, wir werden es morgen sehen oder beziehungsweise ihr werdet es gestern sehen. Das Europäische Haus, das Europahaus. Da wollen wir hin. Da versperrt die Polizei den Weg zum Bundestag, zum Brandenburger Tor. Ja, da wollen wir auch gerade nicht hin. Ich werde diesen Vlog ja jetzt nach dem Demo-Video veröffentlichen. Mal schauen. Aber noch genügend Zeit, um... Ja, der war schlecht. Sorry. Ich habe genügend Zeit, um hier noch ein bisschen durch die Gegend zu schlendern. Sei mal nicht so laut. Was ist denn hier so laut? Was lärmt es denn hier so? Ja, ich werde jetzt mal hier rüber gehen zu meinem Hotel. Nein, nicht meinem Hotel, das gehört nicht mir. Aber das Hotel, wo ich heute untergebracht bin. Zeit habe ich noch genügend. Ja, reicht jetzt. Und dann schauen wir mal weiter. Da hinten haben wir den Tagesspiegel. Steht da. Tagesspiegel. Zoom mal ein bisschen Kamera. Tagesspiegel, könnt ihr sehen. In Leuchtschrift Tagesspiegel. Verdammt. Einige Zeitungen hier. Zeit. Und der Tagesspiegel. Ja. Der Mond ist aufgegangen. Nein, es ist nur die Welt. Jo. Das Werke sind präsent. Die Menschen sagen.
in den Spiegel. Bloß nicht dahin gucken. Bloß nicht dahin gucken. Ein verschmutzter Sack. Falsches Zimmer. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So frisch geduscht. Ja, das Bad. Ich find's irgendwie cool, dass das Bad im Zimmer ist. Der Spiegel ist ein bisschen verwirrend. Ja. Ich sehe meinen Hinterkopf. Das bekomme ich relativ selten zu sehen. Ja. Da sitze ich hier auf meinem Bett. Und ich wollte nochmal sagen, weshalb ich eigentlich hier bin in Berlin. Ich bin ja hier nicht zum Vergnügen. Ja doch, heute Abend bin ich ein bisschen zum Vergnügen da. Vielleicht werde ich nachher noch ein bisschen rausgehen und ein bisschen Berlin City bei Nacht erkunden. Mal schauen. Und jetzt noch nur Abendbrot essen und mitgebrachte Brötchen verspeisen und dann noch entspannt den Abend genießen. Aber morgen bin ich ja hier nicht zum Sightseeing, sondern zum Demonstrieren gegen Artikel 13 und die geplante Urheberrechtsreform. Ja. Und geplant ist es, wie schon gesagt, am Potsdamer Platz wird es losgehen. Deshalb ist das Hotel auch ganz in der Nähe vom Potsdamer Platz. Und ja, Ziel soll dann das Europahaus sein, wie schon erwähnt und schon gezeigt. Nö. Ich weiß noch nicht, wo wir langlaufen werden. Soll wohl irgendwie am Willy Brandt Platz vorbei und Wikimedia oder so. Aber ja. Habe ich jetzt noch nicht gefunden im Dunkeln. Werden wir mal morgen sehen. Oder werdet ihr gestern gesehen haben, wie ich das Ganze abgelaufen bin. Wie das Ganze abgelaufen ist. Wie das Ganze abgelaufen ist und wie die Demo so war. Ja, ich würde mal sagen, ich pflanze mich jetzt hier noch ein bisschen in die Kissen. Und guck mal, da haben wir einen Fernseher. Mal schauen, was da so kommt. Ansonsten haben wir YouTube. Ich gucke auch gerne Fernsehen, mal ein bisschen Real Talk. Ich bin nicht der Typ, der sagt, Fernsehen ist tot. Die alten Medien sind gestorben. Nee. Also Fernsehen. Ich habe ein volles DVD-Regal, Leute, die mich schon länger verfolgen. Die verfolgen mich. Ich bin paranoid. Nee, die mich länger schon auf meinem Kanal verfolgen, die schon länger meine Videos sehen und meine Sachen, die ich mache, sehe. Die wissen, ich habe ein volles DVD-Regal. Ich bin ein Filme-Fan, ein Filme. Ja, ein absoluter Fanatiker von DVD-Filmen, von Kinofilmen und ja. Auch TV-Sendungen und ich mache das gerne. Das ist halt, ja, ich habe da nichts dagegen. Ich gucke aber auch genauso gerne YouTube-Videos. Also, ja, wenn Artikel 13 kommt, ja, das wissen wir alle, dann wird es beides, glaube ich, nicht mehr ganz so einfach werden. Vielleicht wird es dem Fernsehen noch ein bisschen besser gehen. Die klassischen Medien, die werden nicht so große Probleme damit haben. Aber ja. Online-Medien, die neuen Medien, das neue Land. Gänsefüßchen. Ja, mal schauen. Nächste Woche ist Abstimmung im Europaparlament. Da werden wir alle ganz gebannt nach Brüssel gucken. Und ja, morgen geht's auf die Demo. Mal schauen, wie das wird. Video dazu gab's ja schon gestern. Ihr könnt in Zukunft gucken.
Tja, das kann ich nicht. Sachen, die meine Zuschauer können. Tja. So, hier mal. Ja, ihr hört es schon. Hier, mal ein bisschen YouTube gucken während des Essens. Hier mal ein bisschen runterpacken. So, mal schauen, was wir hier haben. Hier ein paar extra Brötchen. Ja, nice. Dann gönne ich mir jetzt mal. Guten Appetit. Vielleicht hat einer von Ihnen drei unschuldige Menschen ermordet, um Ihre Theorie interessanter zu machen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wer. Norman wusste, dass wir das alles für Unsinn hielten. Er hat uns nie seinen Kumpels vorgestellt. Das ist ja komisch. 8:01 Abend. So, guten Morgen. Stunden bis zum Start der Demo. Ja, ich chill hier ein bisschen auf einer Bank mitten auf einer Verkehrsinsel. Ja. Schauen wir mal, wann sich da die ersten Leute ansammeln, wann da mal jemand kommt und wann die Organisatoren, wann der Demo-Bus kommt, wann da der Demo-Wagen. Der Demozug. Ja, ich bin gespannt. Ich habe Zeit. Ich habe nichts vor, außer Mittagessen nachher. Vor der Demo noch kurz Mittagessen und dann vielleicht noch vorher ein bisschen da sein und ein bisschen filmen. Aber ja, bis auf Weiteres warte ich jetzt erstmal auf den Start der Demo hier am Potsdamer Platz. Ja, so schaut's aus. Hier auf der Insel, Verkehrsinsel. Okay. Ach, den kenne ich. Nicht der Demo-Wagen ist. Das ist doch mal der Demo-Bus. Demo-Dings. Nice. Eine Ewigkeit später. Gerade haben wir Nelson Mandela gehört. Und das Spirit von Nelson Mandela, den können wir hier auf diesen Platz bringen, wenn wir zusammen diesen Song gemeinsam singen. Everybody help me sing this one. Don't you know, don't you know what we're talking about? Revolution. So, hier nochmal ein Abschiedsbild
vorm Brandenburger Tor oder hinterm Brandenburger Tor. Ja, Däumchen nach oben sollte euch das Video gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag und man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.